Der Montafon Arlberg Marathon, powered by Sparkasse, Anfang Juli besticht nicht nur durch seine 42,195 Kilometer und 1300 Höhenmeter, sondern vor allem durch die traumhafte Bergkulisse, in der die Läufer die Strecke vom Silbertal im Montafon bis nach St. Anton am Arlberg laufen. Vor 12 Jahren hatte der ehemalige Bürgermeister Willi Säli die Idee für den länderübergreifenden Marathon. Ja, der Gedanke habe ich schon länger gehabt, weil für mich war es interessant, mit der Nachbargemeinde St. Anton am Arlberg eine Kooperation einzugehen. Interessant auch deshalb, weil das ein anderes Bundesland ist, weil St. Anton doch ein bekannter Ort ist, den alle kennen. Und somit sind wir gekommen. St. Anton ist dann auch gleich einmal begeistert gewesen vor dem Lauf und ich freue mich also riesig, dass er gut läuft. Während der Start beim Feuerwehrhaus noch auf Teer absolviert wird, sind die Athleten rasch auf natürlichem Untergrund und bald komplett in der Bergwelt des Verwall. Leider bleibt für die Läufer keine Zeit, um die traumhafte Kulisse zu genießen, denn schon hier wird in der Spitzengruppe ordentlich Tempo gemacht. Doch das Laufen in der Natur hat für alle Teilnehmer eine große Anziehungskraft. Das weiß auch der amtierende Bürgermeister. Für viele Läufer ist es einfach die Natur da, weil das eigentlich abseits von der Straße ist. Und es ist einfach sensationell dahinter drin. Oder wie man weiß, das ist im Herbst ist es wie ein kleines Kanada. Und das hast du fast nicht mehr. Also wenn du jetzt vergleichst mit einem Stadtmarathon, ist das eigentlich ein Hammer. Die Herausforderung von der Sportler ist sicher der Schluss, mit dem, wo es nochmal Richtung Rennlaufen geht. Weil sie dort eigentlich schon die 30 Kilometer hinter sich haben und dann nochmal so einen kleinen Schlussanstieg. Mittlerweile gibt es auch 2 kürzere Distanzen für Hobbyläufer. Unter dem Namen Montafon Arlberg Trail, kurz T33, mit einer Distanz von 33 Kilometern und 1190 Höhenmetern und dem Panorama Trail mit 16 Kilometer Länge und einem Höhenunterschied von 400 Metern ist die kürzeste Strecke der ideale Einstieg in den Berglaufsport. Hier kann gerannt, gelaufen, marschiert oder auch gewandert werden, ganz nach Belieben und Form der Teilnehmer. Manuel Bitschnau, der Geschäftsführer von Montafon Tourismus, hob die touristische Bedeutung des Sparkasse Montafon Arlberg Marathons hervor. Ja, der Montafon Arlberg Marathon unterstreicht unsere sportliche Positionierung. Und wenn man sieht, das große Interesse an dieser Veranstaltung, wichtig ist, dass Sport gemacht wird, dass das Montafon aktiv präsentiert wird. Und was uns speziell freut, ist, dass Vorarlberg bewegt dieses Jahr auch dabei ist für den Kinderlauf. Eine besondere Attraktion für kleine Beine war in diesem Jahr der Kinderlauf im Silbertal, gemeinsam mit Vorarlberg bewegt. Je nach Alter liefen die Kids auf einer Distanz von 450 oder 870 Metern. Schon die Kleinsten gaben aber richtig Gas und zeigten ihre Freude an der Bewegung. Alle durften sich als Sieger fühlen, bekamen sie doch T-Shirt, Medaille und ein Goodie-Bag. Bei der 12. Ausgabe des Marathons waren insgesamt 495 Teilnehmer aus 11 Nationen am Start. Bei angenehmen Temperaturen von rund 25 Grad im Tal spielte das Wetter aber leider nicht immer ganz mit. Zwischendurch gab es durch kleine Regenschauer immer wieder eine Abkühlung für die Läufer. Bei den Profis konnte sich relativ rasch Stefan Hugenschmidt aus Deutschland absetzen und der 28-Jährige lief an der Spitze ein einsames Rennen in Richtung St. Anton. Der Gewinner des Zugspitz Ultra Trail Marathon spazierte nahezu mit einer Zeit von 3 Stunden 14 Minuten und 47 Sekunden ins Ziel. Dort angekommen war der Sportler aus Radolfzell am Bodensee kaum am Schnaufen und gleich für die Siegerinterviews bereit. Ich bin in letzter Zeit relativ oft Ultras gelaufen. Ultras läuft man in einem anderen Tempo und es war jetzt für mich ein relativ schneller Lauf und ungewohnt für mich, und diesen langen, schnellen Schritt zu laufen, das muss man auch erstmal wieder reinkommen. Ja. Ich meine, das ist ja kein extrem technischer Lauf. Wir haben viele Forststraßen, viele Schotterstraßen und da ist es ja egal, wenn es ein bisschen nass ist. Man hat es ein bisschen gemerkt, zwischendurch machen wir ein bisschen eine schmalere Pfade, da hat man schon gemerkt, dass es ein bisschen glitschig ist oder auf dem höchsten Punkt, aber es war kein Problem.
Deswegen laufe ich ja in den Bergen, deswegen mache ich keine Stadtmarathons. Also ich genieße immer die Berge, wenn ich in den Bergen einen Wettkampf mache. Platz 2 ging an Thomas Bosniak aus Österreich und den dritten Rang sicherte sich der Deutsche Matthias Müller. Schnellste Dame war die Bregenzer Wälderin Andrea Feuerstein-Rauch mit 4 Stunden, 14 Minuten und 59,6 Sekunden. Im Ziel herrschte unter allen Finishern, trotz der Strapazen der vergangenen Stunden, eine ausgelassene Stimmung. Auch der Tourismusdirektor von St. Anton am Arlberg, Martin Ebster, ist von der Veranstaltung absolut begeistert und gibt mit einem Teilnehmerrekord schon das nächste Ziel aus. Es gibt so viel positives Gefühl hier, wenn die Leute durchs Ziel kommen, wenn sie glücklich sind, was Tolles geleistet zu haben. Im hochalpinen Raum kann man auch sagen, wir arbeiten gut zusammen und das Event ist einfach wunderbar. Das Ziel eines Organisators ist nicht nur für Sicherheit zu sorgen und für ein tolles Event, sondern auch, dass viele, viele Leute dieses Event wahrnehmen. Und natürlich sind wir dran, Teilnehmerrekorde zu brechen. Wir werden uns immer um 100 steigern und vielleicht schaffen wir mal irgendwann 1000 Teilnehmer bei diesem wunderschönen Lauf. Im nächsten Jahr wartet wieder der Montafon Arlberg Marathon powered by Sparkasse. Mit dem 1945 Meter hohen Silbertaler Winterjöchli als höchster Punkt auf alle Laufbegeisterten. Sind Sie dann vielleicht ebenfalls mit dabei?